Hallo meine Lieben, heute will ich Keksen backen mit Erdbeerenkonfitüre. Hier habe ich 200 Gramm Erdbeerenkonfitüre genommen, ein Ei, 8 Gramm Vanillezucker, 50 Milliliter Milch, 90 Gramm Butter. Ich brauche noch Orangenschale, so halbe Teelöffel, 260 Gramm Mehl, Zucker habe ich hier 50 Gramm. Salz und Backpulver. Backpulver habe ich einen Teelöffel. Ich nehme in die Schüssel ein Ei. So, den Zucker. Vanillezucker. Kommt alles hier rein gleich. Salz. So, und die Milch. Vermische ich das alles ein bisschen. Jetzt kommt die Butter hier rein. Und vermische ich den Butter. Butter habe ich weich gemacht. Der ist weich. Jetzt muss ich das alles gut vermischen zuerst mal. Mische ich das alles ein bisschen so. Ich brauche keinen Mixer, ich mache mit Schneebesen einfach so. So, den Butter habe ich vermischt. Jetzt kommt diese Orangenschale rein. Vielleicht nehme ich so jetzt den Backpulver so in Mehl. Und Orangenschale nehme ich 1 Gramm so. So. Jetzt siebe ich das Mehl hier rein. Vermische den Backpulver ein bisschen so. Siebe ich das Mehl hier rein. Zuerst mal die, nehme ich die Hälfte. Mische ich das mit meinem Löffel zuerst mal. Jetzt kommt der Rest hier rein. Rein und mache ich mit der Hand schon den Teig. Das wird so ein weicher Teig sein, nicht ganz fest machen. So, den Teig habe ich in eine Klumpe so gemacht, ausgeknäht. Der sieht jetzt so aus. Jetzt lege ich in einen Beutel und er kommt in den Kühlschrank. So ungefähr 15-20 Minuten lasse ich ihn liegen. So, lege ich in einen Beutel. Der Teig muss sich ein bisschen ausrollen und ein bisschen abkühlen. So ungefähr 20 Minuten, 15 oder 20 Minuten lasse ich ihn liegen. Im Kühlschrank. Ich habe den Teig rausgeholt, der ist schon fest geworden. Jetzt teile ich ihn so auf so Hälfte, auf die Hälfte. Eine Hälfte lege ich wieder hier rein, lege ich zur Seite und mit einer Hälfte muss ich jetzt ausrollen. Der ist so fest, aber das geht ganz gut zum Ausrollen.
bisschen Mehl. Dann geht es auch besser. So. Ich rolle so ungefähr 2-3 mm dick aus. Ein bisschen nach oben nehme ich und so einen Kreis rausrollen. Ich habe so ausgerollt. Jetzt schneide ich einen Ring. So nehme ich einen Teller und schneide das aus. Den Teig nehme ich wieder weg. Kann man noch einmal ausrollen. Den Teller nehme ich auch weg. So, jetzt habe ich so einen runden Ring. Jetzt schneide ich auf 8 Stücken aus. So. So. Bisschen falsch. Mach ich so. Das habe ich verschnitten auf 8 Stücken. Jetzt schneide ich in jedes Stück so 2 Streifen hier so rein. Nicht bis zu Ende so. Und hier so. Die Seite auch. So. Jetzt zeige ich, wie mache ich sie. In die Marmelade nehme ich einen Teelöffel Grieß. Einfach Grieß. Dann rühre ich das um. Beim Backen, die Füllung läuft nicht raus. Das ist wichtig. Kann man auch Maisstärke nehmen, aber ich nehme Grieß immer. So. Mit Grieß ist das besser, das läuft dann bei Backen nicht so aus. Jetzt nehme ich einen Teelöffel so und kommt hier immer so rein ein bisschen Marmelade. Ein bisschen so aufpassen. Jetzt nehme ich eine Seite so, schlage ich das so nach innen drin. Ein bisschen auseinander machen. Dann nehme ich die andere Seite. Dann kriege ich solche Dreiecken raus. So was mache ich jetzt. Und lege ich auf das Blech. Ich habe das Blech schon ausgelegt mit Backpapier. Zeige ich noch eins und dann mache ich schon weiter. So. Ich habe Erdbeeren. Können Sie nehmen, was Sie lieben. Kann man auch Schokolade nehmen, Nutella oder andere Marmelade nehmen. Das ist jetzt nicht so unbedingt.
Also die Enden ein bisschen so zusammen. So, sowas mache ich heute. Sie sehen schön aus und sie schmecken auch lecker. So, ich habe das erste Teig so gemacht. Jetzt stelle ich in den Backofen. Ich habe schon angemacht auf 180 Grad zum Aufwärmen. Und ich backe sie 15 bis 20 Minuten. Aber Sie müssen immer gucken nach Ihrem Backofen. Und dann mache ich mit dem zweiten Stück Teig genau solche. So, ein Blech habe ich schon rausgeholt. Die sind schon fertig. Die sehen so aus. Unten sind auch ganz schön gebacken. So. Und die Marmelade ist fast nicht rausgelaufen. Sehen Sie, ist alles drin geblieben. Das zweite Blech packt sich auch. Ich wollte sagen, Ihnen hat es Ihnen gefallen, solche Formen machen. Probieren Sie das aus. Machen Sie. Das schmeckt lecker. Und ich breche auch eins an. So. Sehen Sie. Wie immer sage ich Ihnen guten Appetit, bleiben Sie gesund, abonnieren Sie meinen Kanal, wenn es Ihnen gefallen hat, stellen Sie Daumen nach oben und bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss!